Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Things Live mit Motility. Und heute ist der vierte Tag von Wargamings Adventskalender mit vielen lustigen Angeboten. Wir haben diesmal den Petten KR drin. Der Petten KR oder M46 KR ist nichts anderes als ein normaler Pershing eigentlich. Nur, dass er halt mittlerweile Kampfwert gesteigert ist und er sieht aus, wie er aussieht. Den kann man nicht ändern. Das heißt, ihr könnt hier keinerlei Tarnung hinzufügen oder Wappen oder sonstiges. Das ist nicht möglich. Denn das ist hier tatsächlich sogar mal ein historisches Aussehen. Manche Fahrzeuge in der US-amerikanischen Armee im Koreakrieg sahen tatsächlich so aus. So, ganz vorweg kann ich gleich sagen, das ist ein sehr solider Premium-Medium ohne angepasstes Matchmaking. Das heißt, ihr seht Stufe 10er Panzer. Und er hat derzeit noch ein ganz großes Defizit. Das habe ich aber damals schon mal angesprochen. Dazu kommen wir aber gleich. So, wir gucken uns zuallererst die Kanone an, die ins Feld führt. Wir haben hier eine Standard 90mm Kanone. Das haben viele auf der Stufe. Mit einer Feuergeschwindigkeit von 7,41, das ist okay. 192 Durchschlag, das ist wirklich gut. Nicht das Beste, aber gut. Und wir haben einen mittleren Schaden von 240, das ist Standard. Wir haben eine Streuung von 0,38. Damit kann man tatsächlich snipern. Nicht jeder Schuss wird treffen, aber man kann snipern. Und wir haben eine Zielerfassung von 2,5, was okay ist. Insgesamt also ein komplett solider Panzer ohne wirkliche großartige Schwächen und ohne großartige Stärken. Er hat natürlich ein paar Besonderheiten. Kommen wir mal zur Struktur. 1450 ist jetzt nicht die Welt, aber ist okay. Und hier kommen wir zum größten Manko des Panzers. Wannenpanzerung 101, das kennen wir schon. Ne? Die Amerikaner sind ja jetzt nicht so dolle gepanzert auf der Wanne. Aber der Turm hat ein Problem und er hat nämlich ebenfalls 101 maximale Stärke. Und das ist gar nichts. Das heißt, egal wo ihr hier getroffen werdet, ob es an der Kanonenblende ist oder hier oben oder hier, hier, da, ne, alles 101 mm. Da kommt sogar ein Light mit klar. Das heißt, ihr seid wirklich sehr, sehr angreifbar. Eure Kanonenblende schützt euch nicht. Noch nicht. Denn ab 9.17 wird sich das Ganze ändern. Also im nächsten Patch quasi, von hier aus nur noch 2-3 Wochen, dann ist das Ganze gegessen, das Thema. Denn der Turm an sich kriegt 10 mm mehr Panzerung, 111. Das heißt, überall wo ihr hinschießt, sind dann 111 mm Panzerung, ist jetzt nicht die Welt. Aber die Kanonenblende zum Beispiel wird auf 203 mm verstärkt. Das heißt, ihr kriegt dann tatsächlich Panzerung. Ja, also die Kanonenblende ist noch nur Zierde, nicht wundern. Aber im nächsten Patch wird sie dann wirklich eine richtige Kanonenblende, die auch gepanzert ist. Deshalb kann ich den Panzer tatsächlich empfehlen, denn in 9.17 wird er komplett spielbar und auch wirklich ja, kompetitiv einsetzbar. Denn der hat auch eine Stärke und zwar ist der relativ flink. Aber gut, vergleichen wir ihn doch einfach mal. Ich habe hier mal so das Normale rausgesucht, was man sich so kaufen kann oder gegen das, was man so antritt. Und wir haben hier den Panzer 58 Mutz, ne, ist klar, der wird auch nochmal kommen. Wir haben den STA-2, wir haben den Panther 88. Das sind so die normalen Panzer, die man sich zulegen könnte auf der Stufe. Und wir haben den normalen Pershing hier mit drin. So, ihr seht, die haben fast alle eine 90mm Kanone. Jetzt macht nicht wirklich jeder mehr Schaden, außer der Typ 59 hat 100mm drauf. Und auch die Durchschlagskraft ist jetzt nicht weltbewegend anders. Ne? Okay, der Mutz hier, der hat ziemlich viel, aber alle anderen, so lala, ne? Also unser M56 KR ist tatsächlich nicht am schlechtesten und auch nicht am besten. Also mittendrin. Genau das gleiche mit der Feuergeschwindigkeit. Solide, aber nicht weltbewegend gut oder weltbewegend schlecht. Das geht eine ganze Weile so weiter. Wir haben auch den Höhenrichtbereich des Geschützes von minus 10 Grad. Das heißt, wir kriegen die Kanone 10 Grad nach unten. Was ziemlich gut ist, aber das können sie mittlerweile echt alle. Ja, Zielerfassung von 2,4 ist jetzt auch nicht die Welt, aber ist auch nicht das Schlechteste. Also, ne, kann man mitleben. Das ist insgesamt, wie gesagt, ein sehr solider Panzer, der einfach mittendrin ist im Geschehen und sich jetzt nicht wirklich abhebt. Außer halt bei der Turmpanzerung. Ja, die Turmpanzerung von 101 ist wirklich schlecht derzeit. Aber auch damit hat der STA-2 zu kämpfen. Und wie gesagt, im nächsten Patch ist die Sache hier gegessen, dann kann man sich das schenken. Und die Beweglichkeit. Hier kommen wir mal zu grünen Zahlen. Die Motorleistung von 810 ist wirklich sehr gut. Ja, wir haben ein perfektes Leistungsgewicht. Das heißt, wir sind sehr schnell auf Touren. Aber allerdings haben wir auch nur 48,3 km/h Spitze. Da ist ein Typ 59 zum Beispiel mit seinen 56 halt einfach schneller. Oder auch der Mutz. Aber das sind jetzt alles nur ein paar km/h. Das ist jetzt nicht so wild. Insgesamt ist das ein wirklich sehr mobiles Gerät, der wenig Schwächen hat, bis auf die Turmpanzerung und die ist 9.17 weg. Ja, Tarnung. Da ist er nicht so dolle. Ne?
Wir sehen es ja, der ist jetzt nicht schlechter als der Panther 8.8 oder so, also nicht viel. Der Typ 59 ist halt allen überlegen, aber ansonsten ist der mit der Tarnung solide dabei, aber am unteren Ende. Ja, Aufklärung, 390 Meter Sichtweite. Das ist jetzt nicht die Welt, ist es aber auch nicht das Schlechteste. Der Pershing ist nur besser. Alle anderen sind entweder schlechter oder gleich. So, Fazit. Er hat wenig Schwächen, bis auf die Turmpanzerung, die 9.17 verschwindet. Ansonsten hat er auch wenig Stärken, bis auf die Beweglichkeit, die wirklich sehr, sehr gut ist. Und insgesamt ist das ein sehr solider Premium-Medium, der sich vor niemandem verstecken braucht und der überall definitiv eingesetzt werden kann. Macht auch einen Heiden Spaß, finde ich, sieht gut aus. Ja, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, ist halt ein koreanischer Tiger. So, wir fahren ihn einfach mal eine Runde. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon im Spiel, zusammen mit unserer Nubia und der lieblichen Tigerin, ebenfalls im M46KR. Huhu. So, Zeit Beweglichkeit auszupacken. Und da ist der wirklich nicht schlecht, der fährt sich echt gut. Und sieht, finde ich, relativ hübsch aus, wenn man sich halt mit dem asiatischen Look eines Tigers anfreunden kann. Wir haben keine Atompanzerung, noch nicht. Und da heißt es, wir müssen ein bisschen aufpassen und vielleicht sogar mit unseren Hitpoints spielen. Aber das wird schon irgendwie gut gehen. Die Kanone, ja, ihr seht schon, geht nicht wirklich weit auseinander. Die ist also relativ präzise auch aus der Fahrt. Und mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist ein solider Panzer, man kann damit nichts falsch machen. Und er ist niemand überlegen, aber auch niemand wirklich unterlegen. So, hoppeln wir hier mal hoch. Im Gebirge fühlt er sich echt wohl. Wurde damals übrigens oftmals zur Artillerie eingesetzt, also zur Artillerieunterstützung, da natürlich der Nordkoreaner eher wenig metallene Fahrzeuge ins Gefecht führte. So, da haben wir einen Panther. Das meiste ist also da. Wir könnten hier noch auf einen T-32 stoßen. Und auf dem T26. So, ich fahre erstmal mit Kitty mit, damit wir Kitty unterstützen können. Falls da nichts kommt, werden wir uns zu Nubia gesellen und dort die Gegner beschießen. Okay, bisher ist hier Ich nichts. würde sagen, hier ist nichts. Ja, Kitty, wenn hier überhaupt nichts kommt, dann ziehen wir uns jetzt schon zurück. Weil alles, was jetzt kommt, wird noch ewig brauchen, bis es uns in den Rücken fallen kann. Ja, ist nur ein Ruh, ignoriere das. Und wir schießen hier auf den TVP. Nubia, hast du hier schon irgendwas gefunden, was du beschießen kannst? Ich habe einmal auf Panther geschossen, aber ansonsten nichts. Schade, ich dachte, man kann hier ein bisschen Ja, der aufräumen. Villa Borisée da hinten, der da steht, der ist Oh, ein oh, bisschen oh, eklig. der WZ fährt vor. Wurde zweimal beschossen. Ja, weil der Franzose steht. Und noch einiges mehr. Ein T32 ist auch noch da. Oh je. Und der Ref. Der Ref hat aber das gleiche Problem wie wir. Hat nämlich keine Atompanzerung. Ich sehe ihn gerade nicht. So, da kommt ein T32. Ja, und der hat überhaupt keine Probleme bei uns durchzukommen. 288 Schaden. Ich versuche mich hier mal kurz näher ranzuschleichen. Jetzt dürfen wir auch nicht mehr wirklich gesehen werden, sollte der Ruhe nicht hinter uns irgendwo auftauchen. Aber ich sehe hier natürlich auch nichts. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich würde gerne auf den AMX schießen. Oh. Der T-32 kommt vor. Immer vorne ins Kettenrad, dann kann er nicht mehr weg. Oh, Jagdpanther 2 steht da hinten auf dem Hügel. Ja. Gut zu wissen. Bringe ich mich in Sicherheit. Und versuche hier nochmal auf den AMX zu schießen. Aber nee, kein Schuss fällt mehr. Es sei denn, er fährt weiter vor, dann können wir nochmal. Hinter uns ist der Ruhen der T26, den müssen wir uns zuerst holen. Kitty, du gehst vor, du hast die meisten Hitpoints. Bisher kam noch nicht viel Schaden mehr rum. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Lube, du hältst dich ganz hinten, ne? Rauf da. Sehr schön gemacht. Haha. Er ist gebounced an 100 mm Panzerung. So, wer will? So, hole ich mir noch kurz den Ruhm. Gut. Ach ne, wir haben aber keine Arti. Ja, der fährt ins Leere. Der fährt mitten auf den IS-3, der da hinten rumsteht. Interessant.
Schade. Ja, den werde ich nicht mehr kriegen. Schade. Gut, dann gehen wir nochmal auf den VK und den AMX 50-100 und auf den Jagdpanther. Mal gucken, ob wir das überleben. Den Ruhe wird schon irgendjemand... Ach komm, jetzt ist der AMX da unten. Ich verpasse heute gerade alle meine Ziele, das ist sehr schade. Tja, ich glaube nicht, dass wir hier noch viel abkriegen werden. So, aber was gibt's sonst noch zu dem Panzer zu sagen? Er macht halt wirklich Spaß, vor allen Dingen im Platoon, weil er halt wirklich überall sein kann durch die Geschwindigkeit und sehr angenehmes Fahrzeug. Macht unheimlich viel Spaß. Und kann ich wirklich nur empfehlen, schönes Ding. Ohne den Patch, der jetzt kommen würde, würde ich es allerdings nicht so sagen. Da würde ich nur sagen, der ist so lala. Aber der Patch reißt es halt raus. Uah. Natürlich holt er mir das Amorike raus. Oh. Nicht durchgekommen. So. Oh. Ja, leider haben wir wenig bis gar keine Gegner gesehen, aber ja, 1242 Schaden und wir haben 53.000 Credits gemacht, 41.000 davon können wir mit nach Hause nehmen, also ein sehr guter Farbenpanzer. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen, schönes, solides Panzerchen und eine interessante Tarnung. Falls es euch gefällt, schreibt es unten in die Kommentare, falls nicht, schreibt es in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, bis bald, Almu. Tschüss.